Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen Car Manufacture. Eigentlich wollte ich dazu nur einen Angezockt machen. Ich habe es für mich anprobiert, um zu schauen, ob das was ist. Also grundsätzlich mal fürs Angezockt und für mich. Und das Spiel hat mich dann gerade so fasziniert, dass ich heute den ganzen Nachmittag schon gespielt habe. Ich habe tatsächlich schon eine Episode aufgenommen fürs Spiel. Hab da ein paar Fehler drin gehabt und jetzt, wo ich den ganzen Nachmittag gespielt habe, habe ich so ein bisschen Feedback von dem, wie das Spiel so funktioniert und auf was man achten muss. Also fange ich jetzt gerade nochmal komplett von Null an, weil es mir so gut gefällt, das Spiel, und ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Ja, das Grundprinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Wir machen einfach eine Automanufaktur auf. Das Jahr können wir uns entscheiden, wo wir dann starten. Und müssen dann schauen, dass wir entsprechend wirtschaftlich arbeiten und dass wir entsprechend die Produktionsstraßen aufbauen und dass dazu kein Stau kommt. Es ist vergleichbar zum Beispiel mit so einem Spiel wie Factorio. Ihr werdet es gleich sehen. Wir sagen hier neues Spiel, wir sagen hier Freispiel. Es gibt hier auch noch spezielle Herausforderungen, wo man zum Beispiel ganz bestimmte Autos verkaufen muss, wenig Platz hat für die Fabrik und so weiter. Alles Mögliche ist da mit dabei. Tutorial, ja, wie der Name schon sagt, Tutorial. Wir gehen ins Freispiel. Okay, wir können hier auswählen, wie die Firma heißen soll. Ich würde mal sagen, die heißt Blackpaw. Und das Logo, mal schauen. Was nehmen wir denn hier? Oh, ich würde sagen, das hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann gibt es hier unterschiedliche Städte, bei denen wir hier starten können. Die unterscheiden sich vor allem im Platzangebot. Und ich würde sagen, wir starten in Milwaukee, denn das ist die Stadt mit dem größten Platz von der Expansion her. Also, wir sagen Spiel erstellen. Und schon geht es los. Da werden wir, ich werde mal die Zeit kurz pausieren. Das ist theoretisch das komplette Firmengelände, das wir hier bebauen können. Da ist ganz gut Platz. Der Haupteingang ist hier. Und jetzt muss ich mal kurz nachsehen, wo der Eingang ist. Ah. Und da hinten kommen dann die Waren, die wir hier bestellen. In dem Sinn vom Schiff hier. Also müssen wir das hier so ein bisschen frei halten. Okay. Das muss ich schon mal überlegen. Wenn von da hinten die Ware reinkommt, macht es Sinn, dass wir das Produktionsgebäude auch hier hinten machen. Verkauf und Co. können wir hier vorne machen, denn da kommen dann auch die ganzen Besucher hier mit rein. Okay, wir gehen hier ins Baumenü, beziehungsweise zum Editor. Einen Baum hier schon mal entfernen. Gehen hier auf Gebäude. Und dann können wir hier unterschiedliche Gebäudetypen bauen. Metallgebäude, Backsteingebäude, römisches Gebäude oder Mesh-Building. Die deutsche Übersetzung ist noch nicht zu 100% da. Es ist vieles da, aber nicht alles, also wundert euch nicht. Das ganze Spiel ist im Early Access. Ich würde sagen, wir bauen hier römisches Gebäude. Wir müssen hier Abstand halten, damit die Leute auch entsprechend hier reinkommen. Ich würde sagen, wir lassen hier so zwei Teile immer frei. Und dann ziehen wir mal das erste Fabrikgebäude hoch. Wobei ich jetzt gern so ausgerichtet. Wir können das hier entsprechend nachträglich vergrößern und verkleinern, wie wir das wollen. Ich glaube, ich gehe mal auf diese Länge. So, wir brauchen einen Eingang. Ich mache hier gleich mal eine große Tür hier hinten. Und auch hier. So. Dann. Dienstgebäude haben wir hier noch keine. Wir gehen jetzt gleich hier in die Produktionsstraße. Wir haben hier Montagestationen. Davon können wir dann mehrere verknüpfen. Aber jetzt am Anfang können wir nur eine nutzen, wo das Auto dann komplett zusammengebaut wird. Und ich baue das mal. Ich würde mal sagen. So. Dann brauchen wir ein Tor, wo die Fahrzeuge natürlich rauskommen. Und natürlich ein Förderband, wo das verbunden ist. Okay. Dann brauchen wir hier einen Lagerplatz für die ganzen Autoteile.
Und das baue ich erstmal so hin, so ein Dreierblock. Und mache hier so Lagerpaletten hier rein. Die kann man später upgraden, dass man hier größere Paletten hat von der Kapazität her und so weiter. Okay, das wäre das Gebäude fürs Erste. Wir brauchen auch noch ein Verkaufsgebäude. Das würde ich hier beim Eingang machen. Also sieht zum Beispiel 14 mal 14. Machen wir so eine Tür hier. Und da müssen wir jetzt eine Fläche definieren. Verkaufszone. Dann machen wir hier das ganze Gebäude. Verkaufsslot, wo wir das Auto präsentieren, was wir denn gerade bauen. Und natürlich ein Verkaufsschalter. Ich würde sagen, da machen wir hier mal so zwei. Und fertig. Als nächstes brauchen wir einen Parkplatz, wo die fertigen Autos erstmal parken. Der darf gern größer sein. Zum Beispiel so. Dann definieren wir hier die Parkplätze. So, einmal so runter. Das geht schon mal so nicht vom Platz. Wir müssen den Parkplatz an sich mal ein bisschen vergrößern. Okay, so funktioniert's. Perfekt. Dann brauchen wir noch ein Wissenschaftsgebäude. Mal schauen, wie ich das zum doofsten baue. Hier fahren die Fahrzeuge später raus. Wir lassen da mal ein bisschen Abstand. Dann können wir das gerade nebenan bauen. So. Die Tür, würde ich sagen, machen wir hier so seitlich. So, Zone Forschung. Das ist jetzt für den Anfang eigentlich noch viel zu groß. Aber den Platz werden wir später brauchen. Ich würde sagen, das machen wir hier so. Und dann brauchen wir noch Tische für die Forschung. Für den Anfang 3. Das reicht. Was haben wir noch? Mitarbeiterraum. Können wir erstmal ignorieren. Wird später interessant. Da tun sich die Leute ausruhen und da machen sie auch die Fortbildungen. Und dann gibt es auch noch hier Deko-Elemente. Brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Könnt ihr nicht auch so ein Schild irgendwo hinklatschen? Auch das brauchen wir erstmal nicht. Handwerk haben wir auch nicht. So, die Müllsachen können wir hier mal entfernen. Perfekt. Wir gehen hier mal auf den Reiter Forschung. Da bekommen wir jetzt unsere erste Blaupause. Mit dem Kollegen hier. Der hat ganze 0,6 PS, ist 16 km/h schnell. Und jetzt können wir den Namen definieren. Ich würde mal sagen, das ist der rasende Roland. Ah, geht gar nicht länger. Das ist einfach nur der Roland. Und das ist so quasi der Tech-Tree, von dem, was wir hier so alles Mögliche freischalten können. Und das sind so quasi die Hauptepochen hier. Und da gibt es aber immer noch Unterverbesserungen. Die kosten auch in der Forschung weniger. Und da können wir entsprechend hier so weitergehen. Gut. Das wäre das. Wir gehen jetzt hier in die Produktionsstraße rein. Und dann können wir jetzt hier sagen, welche Blaupause wollen wir bauen. Jetzt hier unseren Roland. Und da beschwert er sich, okay, es sind nicht alle erforderlichen Ressourcen bestellt. Dazu klickt mir hier diesen Lagerbereich an. Und dann sagt er hier schon vorgeschlagene Befehle. Und nachdem wir jetzt hier nur eine Station haben, sind es die ganzen Teile, die wir hier benötigen. Und da können wir jetzt auswählen, wie viel von dem wollen wir denn da auf Lager haben. Da müssen wir einfach oben die Kapazität beachten. 150 Einheiten können hier rein, wenn wir alles einmal bestellen, sind 3,33 belegt. Und ich sage jetzt einfach mal, wir hätten da gerne von allen einmal 4. Da müssen auch die Träger nicht so oft laufen. Okay, Meldung ist weg. Jetzt brauchst du natürlich das Personal. Einerseits Mechaniker, die gehen dazu bieten.
das sind quasi die Level der Mechaniker. Je höher die sind, umso besser ist auch das, die Qualität der Fahrzeuge, die wir da bauen. Ich stelle jetzt mal die zwei ein und den Level 1er. Dann brauchen wir natürlich Träger, die die ganzen Waren hin und her tragen. Da gehe ich auch schon mit Level 3. Nehme ich nochmal einen vierten. Ein Verkäufer. Und zwei Kollegen, die Forschung machen. Und jetzt haben wir quasi 10 von 10 Mitarbeiter. Mehr können wir momentan nicht beschäftigen. Das können wir dann später hier im Tech Tree freischalten. Das wird hier Management 1. Es wird uns $100 kosten. Wird man eigentlich gerade direkt machen. Okay. Raus aus der Pause. Das Menü machen wir zu. Und hier können wir dann schon mal das erste Auto bewerben. Wir wählen hier den Roland aus. Und wir können hier dann unsere Marge einstellen. Ganz am Anfang ist die Nachfrage an so neuen Autos recht hoch. Das heißt, wir können hier da relativ hoch mit der Anfangsmarge gehen. Ich habe das bis jetzt immer mit 200 gemacht. Und gehe dann später runter, wenn der Verkauf entsprechend nachlässt. Können die Werbung schon mal aktivieren, mit Tür-zu-Tür-Werbung. Und lassen das aber noch unveröffentlicht, bis wir hier ein paar Autos haben. So, sind unsere ganzen Mitarbeiter hier. Die Forschung kann auch schon mal starten. Und hier können wir jetzt entweder ein neues Tier erforschen oder quasi von dem Tier, wo wir gerade sind, eine Subvariante erforschen. Das jetzt kostet auch weniger Forschungspunkte. Ich mache mal Letzteres. Das ist dann so ein kleiner Sportwagen, so wie es aussieht. Und die legen da los mit der Forschung. Ich glaube, das sind so kleine Magier. Gut. Ich würde mal ein bisschen vorspulen. Mechaniker und Träger sollten dann auch langsam anfangen. Da sind die Träger und holen jetzt die bestellten Waren ab. Und je schwerer die Waren sind, umso öfter müssen die dann auch mal eine Pause machen. So, Waren sind da. Jetzt fällt es nur noch an den Mechanikern. Ach nee, Moment. Ich habe die Produktion gar nicht gestartet. Die ist per Standard auf Pause. Wir sagen jetzt hier Produktion starten. Es geht dann los. Ich kann dann fix Mitarbeiter zuweisen oder sie gehen dahin, so wie sie nichts zu tun haben. Und ich sage jetzt aber, ich möchte da gerne fix 3 Mitarbeiter haben. Und los geht's. Und ihr seht, die fangen jetzt an, unser Auto zusammenzubauen. Ich kann mal ein bisschen langsamer machen. Und die Teile passen auch tatsächlich zu dem Fahrzeug, das sie auch tatsächlich da bauen. Ist ein sehr nettes Detail. Ja, und ab und zu machen die da diverse komische Moves, aber kann man ignorieren. So, das erste Fahrzeug ist fertig. Da kommt jetzt dann gleich so ein Transporteur, holt es ab und steht es hier auf dem Parkplatz ab. Was man jetzt hier noch nicht sehen, ist die Qualität. Dazu braucht man erstmal so eine Qualitätsprüfstation, die dann sagt, okay, die Mechaniker haben das gut zusammengebaut oder nicht. Und wenn die Qualität dann total schlecht wäre, dann könnte man das Fahrzeug nochmal in den Reparatursender reinschicken und dann wird es behoben. Aber das ist dann erst für später etwas. Am Anfang wird hier einfach stumpf produziert. Ja, es ist jetzt gerade bei ihm, geht die Energie runter. Ist recht schnell, weil das schwer ist. Das ist natürlich von Vorteil, dass die Laufwege entsprechend kurz gemacht werden sollten. Okay, das Interesse an unserem Fahrzeug steigt schon. Ja. Aber wir werden es noch nicht veröffentlichen. Wir lassen die Leute noch ein bisschen leiden. Wir könnten theoretisch schon eine zweite Produktionsstraße machen. Dazu gehen wir wieder in den Editor.
Das Ganze verschieben wir mal ganz kurz. Nach da oben, ja, vielleicht ein bisschen so. Und bauen eine zweite Produktionsstraße. Das wäre hier. Mal kurz schauen, wenden. Wir müssen das Gebäude dazu ein bisschen erweitern. Ich habe da gern Platz dazwischen. Ja, so. Natürlich ein zweites Tor. Und Förderband nach draußen. Wäre erledigt. Gehen wir in den Firmenmodus. Wählen das aus, auf Start. Und hier gehen wir eine zweite Bestellung auf. Man sagt jetzt auch gern einmal sechsmal. Jetzt sind wir hier bei 20 von 150. Mehr als ausreichend. Und das hier gehen wir nochmal in den Editor. Gehen wir theoretisch so ein bisschen mehr in die Mitte machen. Okay. Seitens Personal. Würde ich gerne noch zwei Mechaniker einstellen und zwei Träger. Okay. So, wir haben ein neues Fahrzeug, eine Blaupause, Motorkapazität 12,8, 14 Zylinder und fährt 160. Das würde ich mal sagen, ist der mein Leopard. Gut. Müssen wir jetzt nicht sofort bauen. Jetzt machen wir erstmal die hier. Aber wir sagen davor schon, wir sollen schon mal das nächste machen. Da wird das ist Subclass. Und los geht's. Ja, die Sachen hier werden dann recht komplexer mit Robotern und Lackierungen etc. mit eigener Teileproduktion. Da ist jetzt im Early Access schon einiges mit dabei. Es ist jetzt nicht extremst umfangreich, so wie Factorio und Co. Aber ich denke mal, das kommt mit der Zeit. Die sind da auch ziemlich fleißig mit Updates, was ich so gesehen habe. Es ist auch erst seit kurzem im Early Access. Und die Entwickler sind schon mal sehr froh von dem Feedback, was gekommen ist. Und sind da jetzt gerade schon fleißig am Umsetzen, gerade mit Quality of Life Improvements. So, ich denke, wir können den Verkauf jetzt starten. Veröffentlichen. Mit einer Marge von 200%. Wir brauchen das Geld. Momentan können wir einfach nur ein Auto anwerben. Aber später mit der Forschung können wir dann weitere Verkaufsstationen freischalten. Es ist, glaube ich, warte mal, was haben wir hier? So, da können wir dann die Produkte dann hier vergleichen. Wo war das? Forschung. Das will ich jetzt gerade nicht. Ermöglicht den Bauern des weiteren Verkaufslots. Dazu müssen wir erstmal zwei Autos verkaufen, dass das dann geht. Es macht jetzt auch keinen Sinn, ein zweites Auto, also Autotyp zu bauen, weil wir einfach nur einen anwerben können, aktuell. So, sehr gut. Die Fahrzeuge werden verkauft. Auch wenn es schon Beschwerden gibt. Ach, die fahren da unten durch. Wieso fährt sie nicht anders um? Die sind komisch. Aber gut, wir machen jetzt endlich Umsatz. Oh, das nächste Auto ist fertig. Das ist der... Der Tunic, der Gold, der Topaz. Der Vantage, Vantage. Hurry, Equator. Nee. Millennia, das klingt auch nicht schlecht.
Roadster. Der läuft. 3.755. Ich würde gern schon mal in Richtung Mitarbeitertraining gehen. Wir machen die Mitarbeiterzone, die kostet 500. Andererseits ein bisschen. Was ist meine Verkaufszone? Ne, mit 100. Da wir brauchen gleich zwei. Ich probiere mal was. Das Gebäude da. Können wir das nach hinten erweitern? Ich jetzt nicht. Finde es nicht so geil, wenn die da hinten durchfahren. Das tun wir mal ganz kurz verschieben. Unsere Zone mal verschieben, bitte. Das da gerne ein bisschen weiter nach da vorne. Das auch. Und ich will jetzt gerade mal schauen, ob ich da einfach eine zweite Zone nebenan machen kann. So quasi. Oh, lässt mich das machen. Ja. Was ist, wenn ich das verbinde? Oh, das geht. Okay, dann machen wir das hier mal ein bisschen kleiner. Ich mache das Gebäude hier mal ein bisschen kleiner machen. Das ist schön, dass das hier so dynamisch funktioniert. Na gut, ziehen wir mal die Verkaufszone hier raus. Okay. Weil dann könnten wir hier, wir sagen jetzt, wir gehen ja mal in den Fabrikmodus. Wir sagen jetzt hier stoppen. Das heißt, er ist auf dem Modus Fertigstellung. Die werden das aktuelle Fahrzeug jetzt noch fertig machen. Und dann können wir hier ein neues Fahrzeug reinstellen. Dann haben wir einfach zwei im Angebot. Wir könnten da. Wen machen wir denn da? Er hat 140 PS. Ach, gehen wir erstmal in die Millennia. Der wollte natürlich auch 200 hier haben am Anfang. Und lassen den erstmal hier so. Zum Anteasern. So, Fahrzeug ist fertig. Wir werden das ändern zum Millennia, ja. Und jetzt müssen wir die Bestellung anpassen, weil der braucht natürlich andere Teile. So, jetzt da ist dann schon ein bisschen mehr los. Jetzt hier mal alles sechsmal Bestellung aufgeben. Und können die Produktion hier schon mal starten. Wir können später auch die Lackierung auswählen. Aber dafür braucht man eine Lackiererei. Und so haben sie halt einfach immer ihre Standardfarbe. Dieses Modell ist von schlechter Qualität. Oh je, wir haben nicht die besten Fahrzeuge. Ihr könnt schon mal weiter forschen. Nur mal ein neues Tier hoch. Jetzt fahren sie da unten durch. Ich will aber nicht, dass ihr da unten durchfährt. Ich will, dass die da so fahren. Wir bauen das hier nochmal um. Editor, die Tür da. Entfernen. Das Gebäude an. Naja, ich will das ganze Gebäude hier auswählen. Ich
Nee. So ist besser. Wieso kann ich die Wand da jetzt nicht eins reinziehen? Ach, Kinder. Okay, jetzt. Eingangstür. Einmal da. Passt. Die forschen da jetzt noch weiter. Und wir haben noch 1304 Dollar. Alles neue Fahrzeug hier schon. Ah, sie haben das schon mit sehr viel Liebe hier gemacht. Ich frage mich, ob es dann noch weiter hinausgeht als wie 1960, was man hier als Start auswählen kann. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen spielen. So, beim Inhalt sehen wir hier, was jetzt alles in dem Lager schon drinnen ist. Und da können wir dann auch Sachen wieder verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Also wenn wir zum Beispiel komplett neue Autos hier reinbauen, dann bleiben ja die bestellten Sachen hier drin und dann können wir die hier verkaufen. So, wunderbar. Der erste rote Flitzer ist fertig. Ich glaube, ich hätte gern einen zweiten Verkäufer. Schon mal Stufe 3. Und dann ist unser Goal erst erstmal hier die Fahrzeuge zu verkaufen und Richtung Mitarbeitertraining gehen, vor allem im Verkauf. Damit es besser geht. Na, vielleicht gehen wir hier beim Roland mit dem Preis mal ein bisschen nach unten. Machen wir mal 150. Oh, wir haben kaum noch Geld. Das ist nicht so geil. Aber ich starte hier schon mal den Verkauf. Ich möchte nicht jetzt schon bankrott gehen. Das wäre sehr schlecht. Ah ja, gib mir mal einen Kaffee hier. Naja, sagt schon wieder schlechte Qualität. Das könnte dauern. Okay, wisst was? Ich mache mal einen kleinen Cut hier für euch. Lass mal ein bisschen vorlaufen, dass wir immer ein bisschen Geld bekommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, mittlerweile haben wir ein bisschen Geld. 8.280 Dollar. Vom Roland haben wir nur noch 2. Die Roten verkaufen sich eigentlich ganz okay. Wir gehen jetzt mal kurz in den Technologiebaum rein. Und gehen hier auf Fließband 1. Das kostet 100. Da können wir 2 Stationen bauen. Und ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, alles gleich viel. Wir gehen mal hier auf Basisstationsobjekte. Alle grundlegende Objekte frei, die zum Aufrüsten von Montagestationen verwendet werden. Oder Mitarbeiterzone. Ja, gehen wir Richtung Mitarbeiterzone. Da könnte man den Mechaniker verbessern. Kostet 1500. Oder Flyer-Werbung. Machen wir das mit dazu. Okay. So viel mal zu dem. Wir gehen jetzt hier nochmal in die Fabrik. Und werden jetzt mal eine Produktionsstraße erweitern. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Montagestation.
Dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal 4 Abstand. Förderband. Und zwar hier. Einmal verbinden. Und jetzt müssen wir hier im Fabrikmodus einstellen, was hier welche Station alles machen soll. Das sind die unterschiedlichen Sachen, die das Fahrzeug benötigt und welche Teile da eingebaut werden. Und jetzt würde ich einfach mal stumpf sagen, so ungefähr in der Mitte. Ja, ungefähr so. Machen wir die Aufteilung zwischen Stoßstangen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich die Bestellungen hier anpassen. Bestellung Nummer 2 tue ich mal ganz kurz löschen. Mach das für beide nochmal neu. So. Jeweils 6 bitte. Und auch hier. Moment. 6. Okay. Inhalt. Mal kurz alles Unbenutzte verkaufen. Muss halt eh nichts dabei sein. Und jetzt ist es hier aufgeteilt. Hatte ich. Okay, wir bauen noch etwas für Qualitätsverbesserung. Grundlegende Toolbox. Wir haben jetzt hier grundlegende Toolbox und dann haben wir hier so Spaces, wo wir dann Upgrades für die ganzen Sachen platzieren können. Und die Toolbox, die platziere ich jeweils einmal hier so. Und da würde ich sagen, gegenüberliegend. Und da gibt es einen Qualitätsplus. Dass die Fahrzeuge nicht ganz so schlecht sind. Okay, Editor raus. Produktion wieder weitermachen. Die gehen jetzt her, machen hier den ersten Teil fertig, dann wird das hier weiter und dann macht er die Station 2, was wir halt eingestellt haben. Ich dann gleich gerne mal ein paar mehr Mechaniker. 3, 6, 8. So, hier sind 3 zugewiesen. Ja. Gut. Also das mit dem Zuweisen muss man jetzt nicht. Aber so sind sie einfach fix zugewiesen. Die Mechaniker suchen sich sonst einfach die freien Slots aus. Ja, vielleicht tue ich gerade das zweite hier auch erweitern. Oh, Förderband. Einmal in den Editor rein. Normale Geschwindigkeit bitte. Was habe ich da oben eingestellt? Abstoßstangen. Okay. Einfach damit es gleich eingestellt ist. Bestellungen. Bestellung 2 tun wir löschen. Ich gern 6 Stück. Dafür das auch gern 6 Stück. Und später kann man das mit den Bestellungen noch ein bisschen optimieren. Weil gerade mit dem Roboter, der hat dann eigene Bestellung. Soll man dann einstellen, wer dann wie wo was macht. Oder wenn du es gemischt machst mit den Robotern und den Menschen, dass es dann schlau ist von der Verteilung her. So, Produktion starten. Dann kann das hier weitergehen. Und dann machen wir den Parkplatz hier erstmal voll. Und dann könnte man theoretisch bei einer Produktionslinie ein neues Auto einstellen. Aber den Mitarbeiterplatz könnten wir schon mal vorbauen. Hier Gebäude, Basisgebäude. Die fahren hier raus. Oder ist hier gerade... Vielleicht. Machen wir das Mitarbeitergebäude so und dann fahren die Autos hier so durch. Ein bisschen ungeil da mit den Türen, aber Details.
zur Mitarbeiterzone. Gehen dann hier rein zur Pause machen. Aktuell hat das noch keinen Effekt. Weil uns da noch die Sachen fehlen. Ja, wobei, machen wir mal die Grundlagen 1500. Dann können wir hier das Mechanikerregal bauen. Vielleicht mal zwei. Und einfach allgemein ein paar Stühle. Also sie. Hier mal so. Und ich meinte, wir können jetzt hergehen und bei den Mechanikern hier sagen, bei beschäftigt, genau, die sind fix zugewiesen jetzt hier, kann man sagen, die tun wir jetzt mal trainieren. Ja, wobei, die gehen jetzt gar nicht hier rein. Ich dachte, ich hätte es eigentlich damit freigeschalten gehabt. Gehe ich nochmal hier rein. Mechaniker, egal, nee. Ach nee, das wäre dann erst mit mechanischen Fachwissen. Da brauchen wir noch zwei mehr Mechaniker. Gut, dann ist das allgemein Deko. Dann können wir das hier wieder wegmachen. Weil die machen ansonsten hier gar nichts. So, das Auto hier. Schon mal ändern, da ist jetzt momentan nichts hier drin. So, die Bestellung für hier unten lassen wir jetzt mal auslaufen. Genauso wie hier oben. Und dann hätte ich doch gerne mal ein neues Auto. Naja, bauen sie jetzt gar nicht mehr. Okay, gut. Egal. Dann stellen wir einfach direkt um. So, jetzt hier löschen. Das, was schon gebaut wurde, wird jetzt hier verkauft. Neues Auto. Ich würde mal sagen, haben wir den Leopard? Oder den Regency? Machen wir den mal. Der ist vom Typ hier anders. Aufteilung, also ihr seht, da sind schon wieder jetzt viel mehr Teile dazugekommen. Ja, passt. So, Bestellungen anpassen. 6-mal bitte. Und für da unten auch 6-mal. Bestellen fertig und Produktion starten. Produktionsstraßen, so wie hier, müssen auch nicht gerade sein. Wir können das auch mehr mit Kurven machen. Also da können wir alles bauen, wie wir es halt haben wollen. Ich habe das gerne hier so gerade. Weil es kommen einfach noch mehr Stationen mit dazu. Deswegen habe ich hier gerne so gerade Produktionsstraßen. 1489. Wir können das andere Modell hier schon mal anwerben. Stellen wir hier schon mal 200 ein. Okay. Mal 4, 5, 6. Beim Lager. Was kann man hier einstellen? Erneuerungsstufe der Bestellung. Da wäre das auch gleich der erste fertig. Wir brauchen unbedingt Geld. Was nicht gerade Spaß mit den Ausgaben. Ihr könnt weiter forschen. Macht mal das untere. Und ich glaube, da muss ich mit dem Preis mal ein bisschen runter. Auf 150.
Ja, wir sind im Minus. Das ist nicht gut. Gehen wir mal auf 130. Noch Flyer-Werbung mit aktivieren. Hoffentlich kurbelt es den Verkauf ein bisschen an. Und da sehen wir gerade, dass die obere Produktionsstraße, beziehungsweise der Point, schneller ist als der untere. Da kommt dann das Optimieren ins Spiel, dass man das entsprechend einstellt, dass es zu keinem Stau kommt. Könnte man eigentlich hier anpassen. Könnte man vielleicht die Sitze noch mit hinzufügen, dass das noch bei Station 1 ist. Und wenn ein bisschen Not am Geld ist, dann können wir hier die Fahrzeuge anklicken und sagen Schnellverkauf. Aber damit machen wir einfach nur einen Minimalgewinn. Das soll nur eine Notlösung sein. So Leute, kauft doch mal das Auto hier bitte. Das würde ich total super finden. Okay, Verkauf starten. Ich brauche das Geld. Aber ich muss noch mal so einen Notverkauf machen. Ich möchte nicht bankrott gehen. Yes! Wir machen Umsatz. Okay, ich würde sagen, ich werde noch mal ganz kurz vorspulen, dass wir hier mal ein bisschen im Plus sind. Und dann geht es gerade weiter. Ah, die nenne ich Aviator. Alles klingt gut. 18 km/h schnell. Mit 2 PS. V2. Ach, wie süß. Okay, also, liebe Leute, wir sehen uns in der Zukunft. So, da bin ich wieder da und wir haben jetzt mittlerweile 20.000 Dollar. Der Regency, der ist relativ beliebt, der verkauft sich auch eigentlich ganz gut, haben eine Marge von 140 momentan. Der Leopard eher weniger, da gehe ich mit der Marge nochmal runter. Ich habe auch hier hinten nochmal so eine Produktionsstraße für den Regency mit hinzugefügt. Ja, ich bin am überlegen, ob wir hier den hier nicht aufgeben. Dass wir erstmal nur Regency machen. Und dann nochmal eine andere Sache hier probieren. Forschungstechnisch bin ich auch hier ein bisschen weitergegangen. Zur Beliebtheit der Marke 1, Magmobilität plus 10%. Trends Beliebtheitsbonus plus 10%. Anzeigen Beliebtheitsbonus und so weiter. In die Richtung. Werbung könnte man Flyer noch freischalten. Aber ich will eher die Produktionsstraßen upgraden momentan. Zu einerseits Geschwindigkeitsverbesserung 1. Klasse 500. Da kriegen wir hier Grundwerkzeugaufhänger. Und wir können die Mechaniker hier jetzt endlich mal verbessern mit seinem Boxsack. Das will ich auch. Effektive Lagerung gerade eher weniger. Einfacher Roboterarm. Schaltet Roboter frei, die auf Kosten der Qualität schneller arbeiten können als Mechaniker. Nee. Deko jetzt auch weniger. Beliebtheitswachstum mit Marke. Trends. Gibt eher mit Marke, kostet mal 3000. Okay, das war mal die Forschung. Jetzt können wir hier die Plätze upgraden. Und Werkzeugaufhänger. Ich glaube, die mache ich da jeweils so daneben. Den kann ich leider nicht drehen. Einfach da mal platzieren. Und gut ist.
Passt. Das sollte jetzt alles mal ein bisschen schneller gehen. Und ich glaube, den Leopard, den lassen wir jetzt hier mal auslaufen. Probieren wir ein anderes Modell. Und der Regency, der bleibt. So. Schnellvorlauf, bitte. Stromverbrauch minus 3. 6 Dollar pro Monat momentan. Das wird dann noch richtig schlimm, sobald wir hier die Roboter haben. Bin glücklich. So, baut man den letzten hier bitte noch fertig. Wir könnten theoretisch auch einstellen, dass alle drei, dass man den Regency da basteln. Einfach nur zwecks Umsatz. Bevor wir was Neues probieren. Vermutlich kein schlechter Move, wenn wir den Parkplatz einmal hier voll machen. Jetzt geht natürlich auch der Leopard immer weiter nach oben. Okay, ja, wir machen da mal ganz kurz den Regency hier rein. Mal bearbeiten. Mal 4. Die Bestellung. Hier anpassen, mal 4. Was wir jetzt nicht mehr brauchen, bitte verkaufen. Okay. Dann legt's mal los da oben. Es hat schon was Entspannendes, das Spiel. Forschung. Ah ja, warte mal. Wir können jetzt natürlich hier unten. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Mitarbeiterraum, Boxsack. Unter dem Mechaniker trainieren. Ja, wie baue ich die rein? Baue ich die so rein? 1, 12. Einmal Boxsack. Und dann können wir jetzt hierher gehen bei dem Mechaniker. Muss ich sehen, machen wir mal Level 1 jeweils. Haben wir noch ein 1er? Nee. Der geht in die Schulung und dann machen wir mit 2 weiter. Schulung. Die gehen jetzt effektiv da unten hin und trainieren erstmal. Ja, warum auch nicht? Motivation nicht ganz so hoch. Oh, ein bisschen den Lohn erhöhen hier. Gibt ja schon gern motivierte Leute. Sehr. Ihr macht's alle mal eine Schulung. Sehr gut. Dann sollte man weniger Qualitätsprobleme in der Zukunft haben. Ja, geil. So, du bitte noch die Schulung, du auch. Ja, macht sie gerade. Wie sieht es denn aus mit den anderen Sachen hier? Logistikkompetenz. Du brauchst dafür noch einen Transporteur. Und für den Vertrieb brauchen wir noch ein paar mehr Verkäufer. Boah, das rentiert sich wie jetzt noch nicht. Du machst eine Schulung und ich muss mit dem Lohn ein bisschen nachhelfen. Ist was, ihr macht alle noch mal eine Schulung. Nice. Drei in der Pipeline. Ja, das war 2 pro Monat momentan. Ah, bis
Wisst ihr was, wir stellen nochmal so einen Transporteur ein. Weil dann können wir die Schulung auch für die Jungs hier machen. 2500. Und die wollen Handeln haben. Ja, warum auch nicht? Ich glaube, die mache ich mal hier so hin. So, jeweils 4 Handeln. So, Mitarbeiter. Transporteure beschäftigt. Ah, na, das sind die Verkäufer. Entschuldigung. Schulung, 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 Schulung. Und fleißig am Trainieren. Damit sollten sie dann wesentlich weniger Energie dann verlieren. Und die Fabrik soll ja effizient werden. So, der hätte gerne mal ein bisschen mehr Lohn. Du auch. Und du auch. So, das was ihr macht, alle in die Schulung. Bei den Mechanikern. Du machst eine Schulung, du machst eine Schulung, du machst eine Schulung. Dann haben wir hier mein Base-Level von 4. Gut, bin happy. Oh geil, 202 jetzt schon. Ja, jetzt werden sie aber langsam viel von den Regencies hier. 130 runter. Ja, dann wisst ihr was bei der Station hier. Könnten wir mal den Aviator ausprobieren? Mal zum Schauen, wie der ankommt. Wenn wir hier mal zurücksetzen. So, Bestellung anpassen. Wir brauchen immer mehr Teile. Wir müssen hier unbedingt die Stationen hier ausbauen. Beziehungsweise. Nee, warte mal. Lass uns das so machen. Okay, Produktion starten. Leopard ist weg. Dann machen wir hier den Aviator rein. Starten auch da wieder mit 200. Machen schon mal ein bisschen Werbung. Trainings sind fertig. Mechaniker, mal kurz sortieren. Das funktioniert schon mal sehr gut mit dem Sortieren. Training, 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 Training. Das Blöde ist halt, das wird für uns langsam teuer. Mal schauen, dass sie nicht allzu unhappy sind. Oh, auch hier geht es nochmal eins nach oben. Gut. Erledigt. So, nächstes Auto. Ecuador? Golden? Nee. Bei uns können wir mit der Dell. Bei uns. Estiva? Ja, warum eigentlich nicht? Nächste Blaupause. Ah, genau, mit 6000 Punkten. Und der erste ist fertig. Ach, wie geil. Sehr cool. So, ich würde mal sagen, für die erste Episode soll das erstmal reichen. Ich werde nochmal ein bisschen weiterlaufen lassen.
Und dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Und dann würde ich mal sagen, müssen wir das hier ein bisschen optimieren, dass es hier schneller geht. Vielleicht kriegen wir schon hin, dass wir in der nächsten Episode hier Roboter am Laufen haben. Mal sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gute Fahrt.